ein großer Tag hier im Kanal. Wir testen das Produkt, was die Leute hier schon ewig gewünscht haben. Eigentlich seit ich das erste Uhren-Apple Watch-Armbänder-Video gemacht habe, schreiben mir Leute, vor allem natürlich aus Deutschland, teste doch mal was von Bandwerk. Und ich habe mich irgendwie nie richtig entscheiden können. Einmal hatten sie was mit Segeltuch, was sehr schön war. Dann habe ich wieder gefunden, aber welches? Und dann war es wieder weg und ich habe es wieder vergessen. Und naja, letzten Dienstag bin ich schwach geworden und ich habe mir was bestellt. Genau, ich habe endlich ein Armband gefunden bei Bandwerk, was ich unbedingt haben wollte. Meistens haben sie auch eher so ein bisschen rustikalere Armbänder und ich fand, die passen nur so teilweise ein bisschen weniger gut zur eleganten Apple Watch, aber zur Ultra passen sie vermutlich ultra gut. Da bin ich schwach geworden, habe bestellt und ja, es ist schon da. Also das geht wirklich rasend schnell. Dienstag bestellt, wann war es hier? Ja, Donnerstag war es hier. Also wirklich in die Schweiz geliefert, wohlgemerkt. Andere Hersteller haben da jeweils Wochen, bis die Sachen hier eintrudeln. Die haben es großartig gemacht, kam per UPS, zack, zack, zack. Wirklich unglaublich toll. Klar sind nicht die billigsten Armbänder, aber der Service stimmt und schaut mal her, die Verpackung stimmt eben auch. Das süße Ding hier kam an. Ja, Verpackung ist so wichtig. Da hat man gleich Freude daran. Mal schauen, was da alles dabei ist. Herzlichen Dank, dass Sie sich für Bandwerk entschieden haben. Dieses Produkt wurde von hochspezialisierten Fein Täschern für Sie handgefertigt. Wir hoffen, es ist zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Hoffe ich auch. Dann haben wir hier das Päckli. So toll gemacht. Passt halt wirklich genau zu dem, was ich bestellt habe. Das ist auch manchmal ein bisschen doof bei Verpackungen, wenn Verpackung und Produkt nicht zusammenpassen. Hier passt sehr, sehr gut. Was ist da noch dabei? Ein Brief. Oder ein Kleber. Gutschein. Oh, ich muss natürlich schnell wieder wegdrehen, sonst schneidet hier jemand den Gutschein weg. Herzlichen Dank für Ihre Bestellung. 10 Euro Gutschein. Ja, nein, der ist für mich. Und da noch Lieferpapiere, ja, alles. Gut. Jetzt kommt das, was wir eigentlich sehen wollen, das Päckli. Und das dann auch weg. So. Ja, sogar ich kriege den Knoten ab. Das haben wir auch zum ersten Mal hier in einem Unboxing, dass ich einen Knoten lösen muss. So schön. Und das Gute ist, die Schnur kann man ja wiederverwenden. Nein, das gibt's ja nicht. Da kommt eine Holzbox. Also da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben und weiß, wie man Leuten Freude macht, die eben Freude an Uhrenarmbändern haben und auch bereit sind, dafür ein bisschen mehr zu zahlen als für die AliExpress-Armbänder. Nein, wirklich. Ganz, ganz süß gemacht. Dann auch noch ein Säckli dazu, also... Ja, da wird wirklich was geboten. Und da kommt das Armband. Tada! Ja, ich habe mich dafür entschieden. Und bin jetzt unglaublich gespannt, wie das an der Ultra ausschaut. Leder ist wirklich ganz, ganz schöne Qualität. Das merkt man bei Leder immer gleich, wenn es sich wie Karton anfühlt, dann ist nicht gut. Wir haben ja neulich auch das von Hermes ausprobiert und das hat sich halt auch sehr schön angefühlt. Und das fühlt sich auch wirklich sehr, sehr schön an. Ja, sehr schön gemacht. Schließe, Anschlüsse. Montieren wir noch und danach gehe ich sie im Alltag ausprobieren. Klicks, rastet perfekt ein. Passt auch hier millimeterpräzise. Man fühlt nichts, man spürt nichts und die Farbe ist auch sehr, sehr treffend. Wir schauen es nachher noch genauer an, wenn ich es ein bisschen im Alltag genutzt habe. Ja, so schaut die Uhr jetzt aus.
sehr, sehr cool. Und montieren. Kann ich jetzt schon sagen, trägt sich unglaublich bequem. Ganz ein tolles Lederarmband. Wirklich sehr gelungen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich's im Alltag schlägt. Und ich melde mich gleich wieder mit Erfahrungen. Hoffentlich lauter positiven. Und da bin ich schon wieder mit vielen Erfahrungen zum Bandwerk. Armband. Nun, wie hat es mir im Alltag gefallen? Sehr, sehr gut. Der erste Eindruck war spot on, wie man so schön sagt. Es ist wirklich unglaublich bequem, das Armband. Was halt daran liegt, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes Leder ist. Es ist einfach ein sehr weiches Leder. Das Ganze sieht ja sehr, sehr ruppig und ein bisschen rustikal aus, aber es trägt sich wirklich sehr bequem. Wirklich eine große Freude. Ich nehme es dann nochmal ab. Ja, sieht immer noch gut aus. Sieht halt schon ein bisschen eingetragen. Leder wird ja nur bequemer, wenn man es länger trägt. Da hinten da der große Bandwerkschriftzug noch drauf. Wenn man jetzt doch noch ein bisschen nörgeln möchte, weil wir können ja nicht nur loben, ich bin ja so voll des Lobes für dieses Band, aber zwei Sachen habe ich. Erstens, anhand der Produktfotos, schaut mal, habe ich mir das Band ein bisschen grauer vorgestellt. Ist immer schwierig mit Farben, aber sobald man eins weiterklickt, trifft es die Farbe perfekt. Das Hauptproduktfoto ist ein bisschen zu grau und hier haben sie auch ein bisschen zu sehr mit Grau geworben. Schreiben da ja auch Vintage Grau. Oder ist das... Doch, das ist die Farbe. Ja, ganz so grau ist es nicht, wie sie schreiben, aber macht. Nix, mir gefällt die Farbe sehr gut und Lederfarben verändern sich ja auch noch mit der Zeit. Das andere, was man, wenn man schon am Nörgeln ist, noch kritisieren kann, ist, dass die Bandanstöße farblich nicht super mega perfekt zur Ultra passen. Die Ultra ist ein bisschen dunkler, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt wirklich Nörgeln auf ganz, ganz hohem Niveau, aber wir können ja da ja nicht nur 10 Minuten ein Armband loben. Nein, wir müssen da auch ein bisschen kritisch hinschauen und das sind die Sachen, die man kritisieren kann. Aber ansonsten, ich bin wirklich hellauf begeistert von diesem Armband. Es wird nicht mein letztes Bandwerk-Armband sein, da werde ich wieder mal einkaufen. Wie gesagt, Service war super, Lieferung rasend schnell und das Produkt ist einfach auch toll, Verpackung ja auch. Also und seien wir ehrlich, das hat mich jetzt 110 Franken gekostet, in Euro ist es ungefähr ähnlich, für das Ocean Band von Apple zahlt man ja auch so viel. Also. Und das ist dann einfach ein Gummiarmband. Und hier hat man halt wirklich ein wunderschönes Lederarmband. Verglichen mit meinem deutlich teuren Hermes-Armband ist das hier ein Schnäppchen. Also ich habe da wirklich große Freude dran. Ich habe den Verdacht, die werden auch in meiner Empfehlungsliste für Weihnachten wieder auftauchen. Falls ihr noch Fragen habt zu Uhrenarmbändern, stellt mir die unten in den Kommentaren. Ich rede da sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange drüber. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für den Kanal. Falls ihr findet, hurra, wieder ein Armbänder-Video, Daumen hoch. Falls ihr findet, meine Güte, wie viele hat er dieses Jahr schon gemacht? Daumen nach unten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es dann nicht um Armbänder geht. Versprochen.